So, endlich. Happy Birthday, Pokémon. Wir werden die kleinen Minitins öffnen. Durfte leider nur 6 Stück mitnehmen. Aber dafür machen wir dann nochmal dann die Katapultra Primus auf. Da sind auch noch 2 Booster. Da kommen wir insgesamt dann auf 6, 12, 14 Booster. Oder 16 müssen es eigentlich. Naja. Gut. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was wir ziehen werden. Wie gesagt, wer das gestrige Video gesehen hat, ich habe nichts vorbestellt. Ich bin heute mal auf gut Glück eine Stunde Autofahrt in so ein Store gefahren. 10 Minuten vor Öffnung angekommen und da standen natürlich schon 15 Leute oder so. Das war mega. Also, und zack, zack, war alles weg. Aber zum Glück wurde alles nur auf 3 limitiert. So, wir haben einmal drin. Wie so ein kleines Puzzle, das müsste sich ein komplettes Bild ergeben, jawohl. Gibt ja 8 verschiedene Tints von denen. Wie gesagt, dann, weil meine Frau dabei war, durfte ich 6 davon mitnehmen. Oh! Wir haben 2x Celebrations Booster drin und einen Farbenschock. Und eine schöne Riesenmünze, Pikachu. Mega. Mega, mega, mega. Wir fangen gleich mal an. Und zwar, wir nehmen einfach erstmal das Farbenschock-Booster in der Hoffnung, eine Rainbow-Pikachu zu ziehen. Flormel, Wuffels, Voltoball, Ninkada, Voltula und Ninjask. Ist die Rare, leider nix, aber Code geht trotzdem raus, danke. Jetzt kommt's. Allererstes Celebrations Pack. Es sind, glaube ich, auch nur 4 Karten drin. Also fühlt sich auf jeden Fall nicht so viel an. Mega aufgeregt. Wow. Okay. Codes behalte ich. Tut mir leid. Es sind ja Hits drin. Erster Hit. Groudon Holo. Mega. Dann haben wir Xerneas. Auch eine Holo. Falscher Professor Eich, Holo und Samazenta V. Fängt schon gut an. Wo sind meine Sleeves? Ich werde sie doch, glaube ich, gleich alles sleeven. Sicher ist sicher, ja? Als nächstes wird noch ein kleines Box-Battle geben, zwar mit der Glurak-Box. Felinara und Seychelles war das, glaube ich. Ja, müsste Seychelles gewesen sein. Oh, mega gespannt. Es gibt ja, glaube ich, 52 Karten verschiedene. Es gibt 2 Sets quasi von denen. Einmal mit die Reprints, die alten First Edition Sets. So wie den hier. Ja, falscher Professor hier, der böse. Der böse Bub. Und dann nochmal aus anderen Sets. Nochmal so 25 oder 27 Karten. Wow. Also, Lugia. Nice. Zekrom. Palkia. Lunala. Hier mit Lili da hinten. Nice. Ich finde es ja schon mal gut, dass in den kleinen Minitins nicht nur 2 drin waren. Wie beim letzten, glaube ich, waren nur 2 drin. Leider. So, ich hoffe, das geht niemand auf den Sack hier, dass ich die gleich sleeve. Aber ich bin in der guten Hoffnung, dass ich die vielleicht teureren Karten hoffentlich ziehen werde. Aber ich habe schon eBay wieder schon natürlich überflutet mit hier 80 Euro für. Na, Bisaflor. Na, also das ist echt. Noch eine Pikachu-Münze. Ein weiteres Puzzleteil. Dann 1. 2x
zweimal Celebrations Booster, einmal Farbenschock. Machen wir natürlich gleich erstmal das Farbenschock Booster auf. Das ist aber echt nice, dass Farbenschock dabei ist, finde ich. Pipi, Fertile Blitz, Samurzel, Oweiß Reverse und Lugia Holo ist die Rare-Karte. Code geht auch raus. Ja, auch das Lugia von Celebrations gezogen. Nice. Also ich bin echt mal gespannt. Etwas nervös, bisschen zittern. Oh. Na komm schon. Cosmowurm ist Holo. Lili hier schön am Sleepen. Dialga. Oh, no way. Hier kommt Team Rocket, Holo und Pikachu Full Art. Ist das geil oder ist das geil? Richtig nice. Centering ist geil. Ecken sind nice. Komm her, dann hau ich den Code da raus. Celebrations. Ah, sauber. Sehr gute Karte. Pikachu. Ich geb Gas, Freunde, ich geb Gas. Könnt auch gerne ruhig in die Kommis schreiben, Kritik. Habe ich nichts dagegen. Okay. Xerneas wieder als Holo. Kyogre. Schön hier, Team Aqua. Cosmog und Lili wieder. Nice Artworks. Und Solgaleo auch wieder mit Lili. Oh, nice. Na komm schon. Ist natürlich, es gab keine TTPs. Es gab wie gesagt nur die Minitens und die Katapultra, Felinara, Glurak und Zacian Boxen. Leider keine TTB. Aber ich bin in guter Hoffnung, dass die Pokémon Company auf jeden Fall ordentlich was drucken wird, weil das ist quasi wie die Lizenz zum Gelddrucken aktuell. Ja, das geht. Oh, sorry. Das geht ja weg wie warme Semmeln hier. Yes, noch eine Pikachu. Dann haben wir die zwei. Sorry. Zweimal Celebrations, einmal Farmshock. Nice. Immer noch die Chance aufs Rainbow. Pikachu. Tanhell. Flecknoil. Owei. Owei als Reverse. Und die Rare versteckt sich dahinter. Und schon wieder Lugia. Ehrlich jetzt? Okay. Code geht raus. Z. Dass wir jetzt hier nochmal viermal Lugia ziehen werden. Habe ich auch nichts dagegen. So, weiter geht's mit Celebration Specs. Oh yeah. Ho, ho erscheint. Nice. Lugia. Cosmowum, sorry. Und fliegendes Pikachu. Nice. Mega nice. Richtig geil. Ich habe mir noch nicht angeguckt, was für Artworks alle im Set sind. Ich möchte mich auch überraschen lassen, weil das macht ja auch den Reiz daran aus, nehme ich an. Also für mich auf jeden Fall. Dann Zekrom, Dialga und
Surfen des Pikachu Remix. Nice, Alter. Hier, komm her. Ich grinse gerade. Ich habe keine Facecam, aber ich grinse gerade, Leute. Sowas von nice. Wahrscheinlich werden die anderen die öfters drin, ne? Aber es ist auch nicht in jedem Pack ein Hit. Aber schon mal das alte Pikachu. Fliegende Pikachu. Servants Pikachu VMAX. Schon mal geile Puls. Auf jeden Fall. Zahlt auch nicht zu viel, Leute. Echt wirklich. Also. Das war ich heute, als ich da abgespielt hier. Da war sogar ein Großhändler da, hat da eingekauft, weil er zu wenig Ware bekommen hat. Da muss man sich das vorstellen. Ja, er konnte es natürlich nicht kaufen, weil er irgendwas vergessen hatte. Ja, PP. Oh, tut mir leid. Jawohl. Celebrations Farm Shark Booster. Ah, so viel Pikachu-Luck, da müsste doch Rainbow Pikachu auch drin sein, oder? Das wäre natürlich mega. Felino, Yanma, Schwalbini, Flatimo, Flatiamo und Ninja Tom. Ist die Rare. Jetzt zum Scannen, geht's hat er. Da kommt er. So, Celebrations geht weiter. Reshiram, Groudon, falscher Professor, eigentlich wieder, und wir haben wieder einen Hit. Samasen, Davi, okay. Kann es sein, dass es die, genau wie die allererste ist? Komm, hau ich auch raus. Oh, wei. Dachte, die wird echt ein bisschen besser gemixt, oder? Ich müsste mir mal sagen. Mal nachschauen, anschauen, wenn das Video fertig ist. Die Aufnahme. Ob das wirklich die gleichen vier Karten jetzt waren. Da müssten wir ja auch keinen Hit drin haben. Da machen wir es so, ja. Code ist weg. Oh. Zekrom. Ah ja, Mann. Zekrom. Und nochmal das Pikachu. Mega geil. Alter, seht euch diese Karte an. Boah. Das ist richtig mega. Ja. Bisschen sprachlos, aber mega geile Karte. Fettes Ding. Pikachu freue ich mich natürlich auch. Also man kann auch zwei Hits haben. Gut zu wissen, gut zu wissen. Also wie schon gesagt, kauft euch nicht die zum überteuerten Preis. Es soll laut Pokémon Company genug geben für alle. Es ist halt aktuell durch die Corona-Krise. Halt mit dem hier, mit dem aus den USA-Lieferung, bla bla, bisschen schwierig, aber. Sie kommen an, sie kommen an. So. Zweimal Celebrations, einmal Farmstock mal wieder, alles klar. Da geht's. Kloptopus, Plaudergei. Na komm schon. Obei, Zaplardin, Stolaboa. Und Blitzer ist die Rare. GZ. Ah, ich bin über die Zekrom-Karte sowas von glücklich. Richtig geile Karte.
Xerneas, Reshiram, ah, nice, Zapdos und Surfen des Pikachu Remix. Mega. Richtig mega. Gerade der Bildschirm ausgegangen, okay. Ich hoffe, das hat. Ey, das ist wirklich mega. Aber hier ist so eine Macke. Geiles Artwork von Zapdos. Na gut, bei so wenig Karten, 52 Karten, wird man sehr viele doppelt, dreifach kriegen, ne? Aber ich hoffe, dass ich das Set komplett bekomme, aus dem Puls. Aber aus den wenigen, die ich habe, dann wird es natürlich nicht so sein. Ich wäre ja schon über Bisaflor, hier die alten Artworks, richtig glücklich. Und noch einmal das Pikachu. Nice. Auf jeden Fall, vielleicht findet sich jemand zum Tauschen. Wenn nicht, dann eBay, Card Market und dann vom Erlös oder Verkauf werden sich die fehlenden Karten einfach geholt. So, letzte Box von der Minitins. So, so, das kommt weg. Ich glaube, ich lasse die Katapult Rapprimus Box weg. Wir sind ja schon bei 17 Minuten. Und dann machen wir so ein Vierer Box Battle dann. Hokumil, Edeceiver, Flecknoil und Zwirnfenst ist die Holo Rare. Hat. Celebrations, go, go, go. Reshiram, Groudon, Xerneas und lasst mich raten. Lugia? Nee, Solgaleo. Ah, okay, nice. Machen wir gleich das nächste auf. Dann sweep ich die gleich ein, wenn die Kamera aus ist. Cosmovum. Groudon. Oh, Rocket Vorstand und Zacian V. Nice. Code geht raus, GZ. So, das war's erstmal mit den Minitins. Wie gesagt, ich werde dann die Katapultra-Box doch auf erst aufmachen mit den anderen. Also lasst gern Like da, kostenlos Abo, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Es werden auf jeden Fall noch weitere Openings folgen. Bis dann, ciao.